Robert Walser ist natürlich einer der wichtigsten Schweizer Schriftsteller der Moderne, aber auch international ist er von großer Bedeutung. Und das sehen wir hier in der Ausstellung. Wir haben überhaupt nicht nur Schweizer Künstler, sondern auch wichtige internationale Positionen, die sehr vertraut sind mit dem Schaffen von Robert Walser und aus ihm Inspiration gewinnen für ihre eigene Arbeit. Einer der ersten Künstler, den wir zur Ausstellung eingeladen haben, war Mark Wallinger. Er hat sich mit mehreren Arbeiten auf Robert Walser bezogen und über ihn sind weitere Künstler dazugekommen, sind zu Thomas Schütte gelangt, zu Schweizer Künstlern wie Marie-José Burki, die für diese Ausstellung extra eine neue Arbeit geschaffen hat, eine Arbeit über Biel, weil Biel auch ihre Heimat ist, wie die auch von Robert Walser. Das Konzept klingt vielleicht kompliziert oder sehr konzeptuell, aber ich denke, die Ausstellung an sich ist wirklich ein Spaziergang im Sinne von Robert Walser, wo man mit großer Achtsamkeit links und rechts etwas entdeckt, Bezüge machen kann. Wir zeigen ja auch nicht nur zeitgenössische Kunst, sondern auch Kunst aus der Zeit von Robert Walser. Man geht so vor und zurück von der Gegenwart in die Geschichte und dadurch ergibt sich ein spannungsreicher, dialogischer Durchgang zwischen den Zeiten und den Kunstwerken. Wir hoffen, dass hier eben der Funke springt von der Gegenwart zur Geschichte und haben hier versucht, bei der Inszenierung in den Räumen das subtil aneinander anzugleichen, dass sich eins ans nächste fügt. Und das war sicher ja, für uns die Herausforderung, aber auch das Spannende und vielleicht das Ungewöhnliche an dieser Ausstellung.